Willkommen zurück, Piratenfreunde, bei Risen 3 Titan Lords. Ja, wir haben doch mal ein paar Höhlenhunde gekloppt, ne? Neue Gegner für uns und wollen uns doch jedoch ein bisschen weiter umgucken, weil ich sie so schön finde. Also Ramon, erzähl. Was sind das nur für Höllengeschöpfe? Keine Ahnung. Die hier sind ja noch harmlos. Ich habe noch viel schlimmere Schattenwesen gesehen. Möge uns die Kraft der Erde beistehen. Ja, wird schon. Womit handelst du? Womit handelst du genau? Ein wenig hiervon, ein wenig davon. Ja, komm, verschon mich damit. Zeig mir lieber, was du hast. Ja, natürlich. Ja, sehr gerne. Was hat er denn? Oh, guck mal hier. Oh, Taschendiebstahl plus 10. Warte mal. Ein Klingenring für 1000 Gold, der nur Taschendiebstahl oben hat. Naja. Schurkenring mit Schlossknacken. Oh, der ist wiederum interessant. Wahnsinnig viele Tränke. Oh, guck mal, der hat eine schwarze Perle. Ach, wie eck ist das denn? Der hat sogar einen Rubin. Das ist doch sowas, was wir brauchen, ne? Aber wir finden bestimmt so ein Ding. Ich werde das jetzt nicht kaufen für 250 Gold. Und wenn wir so ein Ding brauchen... Energiewelle, Splitterhagel, Feuerregen, ein richtiger Magier. Mir kommen die Tränen. Ja. Also wenn wir es wirklich brauchen, können wir ja jederzeit hier zurückkommen, ne? Dann... Was gibt es hier sonst noch außer dir und den Piraten? Ich meine, einen Dämonenjäger gesehen zu haben. Dämonenjäger? Ja, richtig. Mhm. Er war ebenfalls auf dem Weg in die Stadt. Wenn du ihn treffen willst, würde ich mal in der Taverne nach ihm suchen. Das ist doch nett. Alles klar. Ja gut, jetzt kriegen wir immer mehr Questen wieder dazu, ne? Aber ist ja eigentlich halb so wild. Warum suchst du magische Kristalle gerade hier auf Antigua? Natürliche Vorkommen sind hier nicht zu erwarten. Das ist wahr. Jedoch... Nun, es sind seltene Kristalle. Genau der richtige Schatz für Piraten. Die Magier trugen mir auf, hier bei den Piraten zu suchen und 3 dieser Kristalle auf Antigua zu erbeuten. Das sind doch bestimmt die, oder ja, einen haben wir davon, bestimmt. Was ist so interessant an diesen magischen Kristallen? Sie sind die Quelle unserer Kraft. Sie sind das Öl, das unser Feuer zum Lodern bringt. Die magischen Kristalle brauchen wir, um Magie zu wirken. Nun gut, okay, und warum 3? Warum gerade 3 Kristalle? Antigua ist eine kleine Insel. Wenn es hier magische Kristalle gibt, dann nur eine Handvoll. 3 davon zu finden, wäre schon ein voller Erfolg. Also es könnte theoretisch auch mehr geben. Na gut, okay. Du bist nur wegen der Kristalle hier? Natürlich auch, um zu handeln. Auch wenn Piraten nicht gerade die besten Geschäftspartner sein sollen, sagt man sich. Du wirst schon wissen, was du tust. Das hoffe ich doch. Ja, das will ich doch stark hoffen. Nun gut. Wo genau willst du denn nach den magischen Kristallen suchen? Ich habe noch keine Ahnung, aber ich möchte wetten, dass die Piraten etwas darüber wissen. Verstehe. Ich schätze, ich werde dir bei deiner Kristallsuche helfen müssen. Warum? Traust du mir das etwa nicht zu? Willst du eine freundliche oder eine weniger freundliche Antwort? Was soll das denn heißen? Naja, du Pfeife wirst keine 2 Tage überleben. Ja, du hast keine... Naja, hast du keine Angst vor dem Piraten? Ich glaube nicht. Ich meine, bist du ein Magier? Was mich wundert, wenn er ein Magier ist, ein Wächter, warum hat er nicht Zauber gecastet bei den Höllenhunden? Ich weiß nicht. Spielt doch keine Rolle. Nee, komm, sind wir freundlich. Hast du keine Angst vor dem Piraten? Unsinn. Warum sollte ich? Ich bin ein Pilger und im Auftrag der Hohen Magier unterwegs. Okay, warte mal. Nur, dass ich das auch verstehe. Du bist doch ein Fremder hier auf Antigua, richtig? Ja. Also ein wildfremder Kerl, der versucht, den schlimmsten Piraten der Südsee auf ihrer eigenen Insel ihren Schatz wegzunehmen, ja? Ja, aber... Tu uns beiden einen Gefallen und vergiss deinen Plan. Der ist scheiße. Auf den Punkt gebracht. Wie soll ich denn... Besser, du lässt mich das machen. Sonst wirst du diese Insel nicht lebend verlassen, mein Freund. Na schön, wenn du meinst. Ach, eine schöne Sache. Nun gut, oh, der kann uns was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Was willst du wissen? Das kommt drauf an. Stichwaffen, Schwerter, Hiebwaffen, Gegenangriff. Boah, Meisterdieb. Schön. Silberzunge hat er auch. Boah, Wahnsinn, wie viele Lehrer es auch gibt, ne? Okay. So, mit dem Ramon haben wir ein bisschen gequasselt. Ich möchte ungern mit Alvarez reden, muss ich ehrlich zugeben. Wir gehen jetzt zu der Grace, Freunde. Und dann ist auch Schluss mit lustig hier. So, hier gehen wir mal rein. Ist hier einer? Hallo. Das sieht so hier verlassen aus. Vielleicht finden wir hier was Schönes. Nee, um Gottes Willen, nicht schlafen gehen. So, ein paar Albträume reichen mir. So, Wein mal mit eingepackt. Und dann geht's auch noch nach oben.
Hallo? Boah, wie verwüstet das hier auch ist, ne? Steht ja gar nichts mehr. Ja, komm hier, die 3 Gold, die können wir auch einsammeln. So, was haben wir hier noch Schönes? Was, eine Piratenbüchse? Guck mal, eine Schusswaffe. Ah, zumindest eine Muskete. Eine Piratenbüchse, schön in weiß. Ah, guck mal, sowas ist schön gemacht. Oh, schaut mal, so eine schöne Fregatte. Das bitte alles an seinem Platz, ja? Auf hoher See. Hallo? Ich wollte mir nur die schönen Gemälde angucken. Da auch. Ich wollte mich doch nur mal umgucken, weil das mit so viel Liebe gemacht worden ist. Wer hat denn hier mit uns geredet? Grace, warst du das da hinten? Ja, war sie. Wer hätte das denn gedacht? So, hier müsste der Hintereingang der Taverne sein. Habe ich recht? Ja, habe ich recht. Da halten wir uns auch von fern. So, und hier haben wir die Schmiede, ne? Wie es ausschaut. Gibt es hier was Schönes? Na, eine Truhe speichern und ran da. So, wollen wir mal gucken. Da finden wir doch bestimmt Erze drin, ne? Eigentlich klar, ne? Wer weiß, sogar ein schönes Schwert. Rohstahl, Eisenerz, ja. Nimm das mal alles mit. Und wenn die gute Grace da oben, ich hoffe, sie ist es, nicht meckert, dann sieht das gut aus. Ja, Schmiede. Ich bin kein Schmied. Ja, noch nicht, mein Freund, noch nicht. Aber der Tag wird kommen, da wirst du ein Schmied, glaub mir. So, bist du die gute Grace? Ja. Bleib stehen, du Unhold. Ey, ey, ey. Langsam, Mädchen, ich tu dir nichts. Ach, ich dachte schon, du seist einer von diesen fürchterlichen Schergen. Nein. Aber du bist ja nur ein Herumtreiber. Ja, ich leite tatsächlich diese Schmiede. Und nein, ich leiste sonst keine Dienste. Auch nicht in schweren Zeiten. Ach du meine Güte, ich habe schlechte Laune. Wer ist denn jetzt besser, ein Scherge oder ein Herumtreiber? Wer hätte mehr Charme? Naja gut, entspann dich. Entspann dich. Du bist völlig überdreht. Ist doch auch kein Wunder. Keiner traut mir zu, dass ich die Schmiede alleine betreiben kann. Und? Stimmt das? Oh, seitdem Wilson, dieser Halunke, mich hier zurückgelassen hat, läuft hier gar nichts mehr. Unsere Hafenstadt wird überrannt. Niemand kommt uns zu Hilfe. Und dann soll ich mich auch noch um diesen Lehrling Pansel kümmern. Das ist einfach zu viel für mich. Na komm schon, du wirst das schon irgendwie schaffen. Ich glaube, das mit dem Verlobungsring ist keine gute Idee, oder? Wieso ist Wilson weggegangen? Tch, das wüsste ich auch zu gern. Ja. Wie kann er nur irgendetwas mir vorziehen? Haut einfach ab nach Kalador. Zu diesen verfluchten Dämonenjägern. Naja gut, wir wissen ja, warum es so ist, ne? Was will er denn ausgerechnet bei den Dämonenjägern? Ach, was weiß ich. Kanonen gießen oder irgendeinen Männerkram. Wer hat da so ein Flittchen sitzen? Nein. Hör mal, du bist doch ein Seefahrer, oder? Klar. Kannst du meinem Kerl eine Nachricht überbringen? Heutzutage ist es schwer, für so persönliche Nachrichten einen geeigneten Boten zu finden. Ich wüsste zu gern, wie es meinem Wilson geht. Ja, komm, das machen wir doch auf jeden Fall, oder? Wegen Wilson. Reisen wir halt ein bisschen hin und her, gehört halt immer dazu. Ja, Wilson bat mich, dir das zu geben. Nee, gib mir erstmal die Nachricht, ne? Was bekomme ich, wenn ich deine Nachricht überbringe? Ups. Wie wäre es mit einem Kuss? Nee. Das, lassen wir lieber. Nee. Ha, du weißt nicht, was dir entgeht. Oh doch. Daneben 200 Goldstücke. Oh, viel besser. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber kriegen wir die denn jetzt schon? Nanu? Oder auch wegen nicht? Wegen Wilson. Naja, egal. Wilson bat mich, dir das hier zu geben. Das ist nicht sein Ernst, oder? Das hätte ich nicht von ihm erwartet. Ach, er ist ja so ein Charmeur. Bitte, sei so lieb und überbringe Wilson diese Nachricht von mir. Ja, habe ich gerne. Dann eine Wahl? Nein. Frauen. Immerhin, schöne Sache. Kannst du mir was verkaufen? Gerne. Allerdings erst, wenn Pansel wieder an der Schmiede steht. Und das kann er nicht, solange wir von diesen Drecksviechern belagert werden. Okay, das heißt, wir müssten denen helfen, ne? Dürfen wir denn hier rein? Ach, da ist der Pansel. Und ihr meckert nicht, wenn ich mich hier umgucke, wegen Apfel oder so, oder Gold? Warte mal, wollen wir mal speichern? Und die Gabel auf dem Boden. Ach ja, so ein paar leckere Beilagen zum Essen ist doch immer schön, oder? Haben wir sonst noch was Schönes? Was ist da denn? Ach so, da guckt nur so eine Pflanze aus. Und ich dachte gerade... Nee, wir unterhalten uns nicht mit dem restlichen Kram. Irgendwie jemand sauer? Nee, anscheinend nicht. Finde ich super. Dann können wir uns hier nämlich mal in aller Ruhe noch eben kurz umgucken. So, dann können wir nämlich auch wieder zurück. Aber vorher geht's wieder mal nach Kiela wegen den besonderen Gegenständen. Ach ja, verdammt. Oh. Upsala. Tagebuch von Grace. Okay.
Oh, oh. Hoffentlich war das jetzt kein Versehen. Aber nun gut, gehen wir mal raus. Haben wir natürlich das Tagebuch. Aber schön, dass man mal wieder eine weibliche Person sieht. Ne? Muss ich ehrlich zugeben, habe ich ein bisschen vermisst. Und gerade, weil die Patty nicht bei uns ist, ich mag halt die Damenwelt. Und ja, immerhin. Vielleicht finden wir sogar noch ein paar mehr. Was machen wir denn jetzt? Wir hätten jetzt die Möglichkeit, hier weiter auszuhelfen. Aber dann kriegen wir wieder Haufen Questen. Das möchte ich echt ungerne. Wir werden jetzt auf jeden Fall einen Abstecher wieder nach Kila machen. Wegen diesem Schwert, was sie da erwähnt haben. Wer weiß, vielleicht kriegen wir ja das Schwert. Das wäre echt cool. Warum liegst du denn da noch? Haben wir auch bei dir vergessen, dich auszunehmen? Nee, haben wir nicht. Aber immerhin. Liegt halt einfach noch ein bisschen rum. So, hier hatten wir nichts vergessen. Hier haben wir alles, ne? Ja. Den leckeren, rohen Fisch, Freunde. Aber jetzt wollen wir mal hoffen, dass hier keine Quest abgebrochen wird. Dann kriege ich sie ja wieder an den Nerven. So. Und Steuer in See stechen. Spielstand wurde erstellt. Wo ist Kila? So, ab nach Kila. Ich will den Quinn auf die Füße treten. Ich will wissen, was es für ein Schwert gibt. Und vielleicht kriegen wir das Schwert. Ja, das wäre cool. Weil hier gibt es bestimmt wieder... Jawohl, du verlässt alles. Wunderbar. Bones, komm mal mit. Komm mit. Klar. Ich kann dir nämlich bestimmt ein bisschen Hilfe gebrauchen. Nicht, dass wir uns mit dem kloppen müssen, mit dem guten Quinn. Wovon ich aber mal ausgehe. So, es gibt hier bestimmt wieder besondere Schwerter oder sonstige Sachen, die wir nun mal wieder zusammenfügen können, wenn wir halt das Schmieden gelernt haben. Buddy, wo hast du Quinn gelassen? Nee, da ist er nicht. Wo war der denn nochmal? Wo stand der denn? Ja, der Boost ist durch den Wind. Wo war denn der Quinn? Da oben ist Colby, Red. Nanu, wo haben wir den denn getroffen? Der war drinnen, ne? Ich meine, der war im Schiff drin, ne? Ich könnte mich jetzt irren. Lass uns mal reingehen, gucken. Nee, da ist er doch. Hallo. Na, Quinn? Und zwar... Was das Erbe angeht. Genau. Ich weiß von dem zerbrochenen Schwert. Gib mir dein Schwertstück. Sagte ich nicht, du sollst mir Flints Stück bringen. Ich hab's mir anders überlegt. Und warum zum Gürger sollte ich dir jetzt meines geben? Weil wir gut sind. Einschüchtern 80. Naja, das haben wir nicht. Weil du einen Batzen Gold bekommst. Nö. Nö, da bin ich jetzt geizig. Jetzt gib schon her. Sag mal, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Sehr blöd. Willst du darauf eine Antwort? Ach, hau ab. Ohne ein vernünftiges Angebot wirst du von mir gar nichts bekommen. Ah, okay. Also müssen wir ihm doch Geld geben. Ich hoffe Was nicht... Was das Erbe angeht. Nicht viel. 200 Gold? Na komm. Hier hast du 200 Goldmünzen. Jetzt gib das Schwertteil her. Zusammengeschmiedet ist es ein Vielfaches davon wert. Ja, aber du wirst nie das Gegenstück bekommen. Also ist dein Stück allein gar nichts wert. Verflucht, du bist ein harter Brocken. Aber da ist was dran. Hier, nimm. Ja, danke schön. Cool, Schwertgriff Wundreißer erhalten. Okay, coole Sache. Können wir uns das angucken? Bin ich nämlich gespannt. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es, wo haben wir es? Nee, da ist wahrscheinlich wieder irgendwo unten bei den ganzen Eisen und Metallen, ne? So wie es ausschaut. Wo haben wir? Na, komm schon. Ja, die ganzen Bücher. Oh mein Gott. Ja, Freunde, da müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen vorlesen. Ja, schöne Geschichte. Da ist sie doch, da. So. Wie viel Schaden macht das denn? 30 bis 40 Stichwaffenschaden. Ja, immerhin. Da ist doch nicht schlecht. Diese Klinge ist verflucht scharf und hinterlässt tiefe Wunden. Sehr schön. Dies ist der abgebrochene Griff des legendären Schwerts Wundreißer. Zusammen mit der Klinge kann man Wundreißer neu schmieden. 30 bis 40 Schaden. Was macht denn unser Schwertchen gerade? Ich glaube 25 bis 30. 30 bis 40, das ist schon mal eine Verbesserung, oder? Kann man nicht meckern. Also für 200 Goldstücke wäre das doch eine coole Sache. Ich weiß nicht, ob man den jetzt hätte auch umhauen können. Wahrscheinlich, aber wir hatten hier noch keine Spruchrolle des Vergessens oder so. Die sind ja dann sauer auf uns und das möchte ich ehrlich gesagt auch weniger. So, jetzt geht's doch nochmal zurück nach Antigua, denn jetzt werden wir uns nochmal eben kurz mit dem Flynn unterhalten. Ich weiß, ist alles ein bisschen blöde, aber... Wie, was sagt dir der Teil? Nee, das frage ich dich später. Komm mit. Sicher. Genau, das fragen wir dich auf jeden Fall später, wenn wir uns hier auf Antigua komplett umgucken. Das wird jetzt nicht der Fall sein. Ich will jetzt nur gucken, ob wir das Schwert bekommen irgendwie. Oder ob wir dafür halt letzten Endes entlohnt werden. So, der war doch eigentlich immer da oben. Jetzt sag mir nicht, der schläft. So, mal eben kurz nach oben. Bist du am Schlafen, Flynn?
Oder was machst du? Nee, der ist gar nicht da. Wo ist er denn hin? Flynn! Stehst du unten? Da müsste ja irgendwo sein. Bestimmt ist er im Lagerraum, könnte ich drauf wetten. So, mal eben fix nach unten. Komm, Held. Nee, komm. Komm schon. Du kannst schneller laufen und länger laufen. So, mal eben kurz rum. Ich hoffe, der ist jetzt nicht in die Taverne abgehauen. Weil ich möchte da jetzt nicht noch mehr Questen annehmen. Das wäre so gemein. Flynn, komm, sag, du bist hier unten drinne. Nein, ist er nicht. Oh. Jetzt müssen wir doch in die Taverne. Oh Mensch, wie blöde. Okay, wir speichern vorsichtshalber mal. Wahrscheinlich säuft er sich gerade die Hucke voll, ne? Kann das sein? Hallo? Wer bist du? Das Herzstück Antiguas. Genau. Meinst du die Insel oder die Stadt? Beides. Hm, okay. Ist gar keiner da. Der Spencer ist noch hier. Den Namen kennen wir ja natürlich. Verdammt nochmal, wo ist denn der Flynn hin? Ich glaub's ja nicht. Das kann nur echt nicht wahr sein. Ist Doch, da ist jemand? Er. Ja, hier ist jemand. Flynn. Und zwar... Ich habe Quinns Schwertstück an mich gebracht. Großartig! Du hast ganz schön was auf dem Kasten. Weißt du was? Du kannst das Schwert besser gebrauchen als ich. Ja. Nimm dieses Gegenstück. Schmiede es neu und es wird dir gute Dienste leisten. Coole Sache. Vielen, vielen Dank. Ja, feiner Zug von dir. Dankeschön. Aber warum schickt er uns denn los? Wollte er seinem Bruder eins auswischen? Wieso schickst du mich über die halbe Welt, wenn du das Stück gar nicht willst? Weißt du, das Wichtigste ist doch, dass Quinn es nicht mehr hat. Und jetzt hab Spaß damit und stell nicht so viele Fragen. Das Stück hat mir eh nie Glück gebracht. Ja, ist ja gut, entschuldige. Super, so, okay. Der Flynn schläft hier, ne? Hallo Grace, wie geht's dir denn? Solange du hier bist. Ja. Ich will keine Frauenpower erleben. Keine Lust. So, Freunde, damit haben wir es nämlich dann auch geschafft. Und jetzt müssten wir eigentlich nur noch das Schmieden lernen. Und dann hätten wir doch schon mal eine starke Klinge, ne? Stärker geht's bestimmt, müsst ihr mir nicht erzählen. Aber ich meine, für den Anfang 30 bis 40 Schaden. Dafür, dass wir echt keine Komponenten benutzen müssen, nur die zwei Schwertstücke, ist das doch schon schick. So, jetzt könnten wir... Jetzt können wir eigentlich zurück nach Kalador, ja. Und ich denke mal, das werden wir auch tun. Weil... Ja, doch, machen wir. Die ganzen Freunde zocken hier einen Magier. Wir spielen Dämonenjäger. Ich will mich den Dämonenjägern anschließen. Ich denke mal, die Entscheidung ist schon nicht verkehrt. Deswegen ab aufs Boot. Und ja, nochmal einen See stechen. Und dann geht's ab nach Kalador. Und da werden wir auch, glaube ich, direkt das Schmieden lernen, ne? Würde ich doch mal behaupten. Ich hoffe, da wird's jetzt wieder hell. Weil mitten in der Nacht da rumzulaufen... Ja, okay, das passt. Ach so, was sagt denn hier dein Gefühl? Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Die Dämonenjäger haben die Zeichen der Zeit erkannt und wollen handeln. Doch ihre Kraft allein wird nicht reichen, den Tod aufzuhalten. Ja, so habe ich es mir nämlich auch vorgestellt. Ja. Ja, genau, komm mal mit. Und jetzt geht es wieder rund. Jetzt sind wir endlich wieder hier, meine Güte. Da sind wir doch ein bisschen umhergereist, aber letzten Endes sind wir doch wieder in Kalador, was mich doch sehr freut. Können wir auch direkt mal speichern, weil alles so gut geklappt hat. Hier haben wir noch die Bäre. Jetzt können wir uns in aller Ruhe auch mal ein bisschen umgucken, ne? Was war das denn? Mini-Lag. Okay. Ja, lernen wir jetzt direkt das Schmieden? Ich meine, letzten Endes brauchen wir das Schmieden so oder so, ne? Es ist schon eine coole Investition. So, Scavenger. Da gibt's nochmal richtig hier kräftig was auf die Nase. Was hältst du denn davon? Na, stirb. Jawohl. Herr mit deinem Hühnerkeulchen. So, hier war aber nichts mehr, ne? Schade. Ja, genau, da unten. Das ist auch ein Magier, ne? Wurde der auch hier hingeschickt, um Kristalle zu suchen? Warum suchen die Magier Kristalle? Das interessiert mich auch. Da will ich direkt nach Tanaris. Komm, dann redet der uns? Nee. Der redet uns nicht automatisch an. Der steht hier bei Gräbern. Nanu? Hey, was machst du da? Was? Wer? Ich? Nichts. Klar, du plünderst diese Gräber, das sehe ich doch. Boah, ach komm schon, die brauchen den Kram doch eh nicht mehr, hm? Jetzt sag bloß, du hast so etwas noch nie gemacht. Nicht unbedingt. Nein. Nein, ich beraube keine Toten. Tatsächlich nicht? Nun, das ehrt dich. Ich für meinen Teil bin im Auftrag der Magier auf der Suche nach Wissen und Magie. Wenn ich genug zusammen habe, handele ich auch mit der hiesigen Bevölkerung. Du kommst gar nicht von Kalador? Nein, ich bin Wächter aus Taranis. Ich dachte es mir.
Naja, okay, wir haben natürlich jetzt gelogen, ne? Wir tun natürlich alles mitnehmen, ne? Auch von den Toten. Okay, dann, von mir aus, ja, sollen wir mal ehrlich sein? Obwohl, nee. Da gibt uns so schon Minuspunkte. Nee, lass die Finger davon, das sind meine Gräber. Ist mir egal, wer du bist. Du lässt deine Finger von den Gräbern. Schon gut. Ja. Ich will keinen Stress. Ich wollte sowieso noch woanders hin. Gut, okay, wunderbar. Und er kann uns wieder was verkaufen. Sehr schöne Sache. Ruhe in Frieden, eine neue Aufgabe. Aber, Freunde, wie, haust du uns jetzt hier ab? Doch, der haut tatsächlich ab. Ich glaub's nicht. Naja, halb so wild. Wir können auf jeden Fall in Ruhe speichern, Freunde. Und dann werden wir den doch mal ausfragen, was er hier so vorhat, ne? Auf Kalador. Bis dahin.